Ja, hallo, guten Abend. Nächste Folge LS mit dem bartlosen Schuh. Ja, okay, ein bisschen Bart ist noch da. Jetzt ist was los heute. Wir machen so einiges. Wir nehmen es uns vor. Wer weiß, wie ich auch mal alles hinkriege. Schauen wir mal. Sagen wir mal hallo, Herr Kapandos. Hallo, Herr Schubeck. Schönen guten Abend. Na, wie geht's? Ganz gut. Ah, freut mich. Super. Synchro war, glaube ich, schon da. Entschuldigung. Synchro ist schon durch, ja. Okay. So, dann wir gucken haben... wir mal, wie viele Milliarden Liter Kartoffeln wir hier ernten werden. Es wird auch nicht nur bei Kartoffeln bleiben. Wie? Werden wir jetzt dann auch Zuckerrüben durch die Waschanlage jagen? Nein. Du hast dich noch gar nicht so umgesehen, ne? Nö, ich habe mir jetzt nur das angeguckt, was im Plan stand. Okay. Schuldenstand siehst du auch, ne? Schuldenstand habe ich noch nicht überprüft. Ich will dir ja nicht mehr hinterher. Wenn da unten mal das Rote und das Minus verschwinden wird, das wäre cool. Ja. Beziehungsweise, wenn das, was unten als Minus steht, oben als Plus steht bei Kontostand, ne? Ja. Wir arbeiten drauf zu, weil jetzt haben wir eigentlich alles da, was wir brauchen. Gut, was? Nächste... Hast du jetzt auch noch einen Ponze gekauft oder was? Nee, die nächste größere Anschaffung wird dann vielleicht noch eine Spritze werden, vielleicht aber nur, dass wir Flüssigdünger anfertigen können. Also erstmal billig einkaufen den Dünger, also erstmal normal einkaufen den Dünger, dann Flüssigdünger machen. Anstelle von Dünger, Mineraldünger aufstreuen, dann halt Flüssigdünger drüber rutschen lassen. Aufspritzen, ja. Ja, den möchte ich aber schnell machen. Der kostet 500.000, da der ganz große Rubicon. Und dann können wir auch nur gewisse Fälle damit machen, wo ja, nichts im Weg ist und so. Also es wird kompliziert, wenn zu arbeiten. Nein, nicht kompliziert, es wird eine Herausforderung. Ja, genau. Wir haben ganz oben links die BGA. Moment, ich gehe mal kurz auf die Map. Im Nordwesten. Es gibt zwei BGAs. Es gibt einmal BGA ja. Gamsting ja, und einmal BGA Stiebling. Nordwesten. Ja, und unten an Feld Steibling. 27 ist doch auch Steibling ja. Da. Ja, die andere aber, BGA. Ja, aber wir haben die im Nordwesten. Achso, du hast die BGA schon gekauft. Mhm. 80.000 mal ein Schnäppchen. Achso, ja. Und wir haben Feld 19, da steht Mais drauf. 19? Wo sind die 19? Am Shop. Da drüben, da. Am Shop, ja. Geh mal zum Shop. Ja, ich bin gerade im. Besuch mal den Shop. Ich such mal den Shop, ja. Besuchen. Ja, da hast du schon die Häckselkolonne hingestellt. Ja, genau. Wir haben einen kleinen süßen Glas. Hab noch schnell Kalk draufgeschmissen, was man eigentlich nicht machen sollte, aber gut. Kleinen süßen Glas. Ja. Okay. Mit dem 9 Meter Orbis. Ist aber noch 57 Orbis. Ist aber noch im Wachstum, beziehungsweise ja. Ja, muss ja gar nicht. Eigentlich, ja, genau, für Silieren brauch ja gar nicht ausgewachsen sein. Letzte Wachstum. Da ist egal. Ja. Glaube ich. Es kann auch die vorletzte sein, macht keinen Unterschied. Gibt da einige Testvideos auf YouTube, die das getestet haben. In welcher Wachstumsstufe kriegst du das meiste raus? Welche Frucht ist am besten für Silage geeignet? Wo hast du halt den meisten Output? Ja. Was machen das wir Video zwei? Anderthalb Stunden. Was machen wir zwei so lange, bis der Garfield da ist? Ich würde mal sagen, wenn wir zu dritt sind, später sollte man dann die Silage machen, dass eine häckselt und zwei im Wechsel fahren, oder? Ja, jetzt ist es wahrscheinlich erstmal am sinnvollsten, die Kartoffeln runterzuholen. Entweder hauen wir erstmal alles das, was wir haben, voll. Na? Mhm. Haben wir da oben einiges an Gerätschaften stehen. Ich habe mir gedacht, dass du. Guck mal, der kleine JCB ist auch schon da. Haben wir das schon gesagt? Weiß es nicht. Nein. Ach, hier mit.
Hast du jetzt einen neuen gekauft oder den anderen Frontlader umgefärbt? Ich habe einen neuen gekauft. Du bist ein Simbel. Da habe ich gar nicht gedacht, das hätte ich auch machen können. Fuck. Also, wer denkt jetzt kompliziert? Ja, ich. Ich oder du? Ja, das war ich. Na, also, weißt du, wir haben alles gedünst auf dem Hof und dann ja. Wird es trotzdem neu gekauft. Ja. Diese Anhängerzug, die Trailer-Kombination als Puffer hernehmen und die IT-Container mit dem JCB im Wechsel fahren. Da hast du 70 km/h, kannst du schnell zum Hof hinterfahren, bist klein genug, dass du nirgendwo hängen bleibst, habe ich mir gedacht. Ja. Müssen wir mal ausprobieren. Ja. Und falls dann wirklich mal so ein Puffer-Anhänger voll ist, dann musst du halt mal mit so einem Drehschemel versuchen zu fahren. Ja. Naja. So, von den Arbeitsgerätschaften sind wir jetzt eigentlich komplett. Ich habe übrigens nicht gecheatet. Ich habe wieder offiziell gecheatet. Dünger verkauft. Ja. Das war wieder gestern Abend angefangen, ganz normal für einen ganz normaler hohe Preis mit 1900 war eingetragen. Dann fange ich an. Plötzlich heißt es Aktion und dann konnte ich mal Dünger für 2,8 oder was es war verkaufen. Das war heute Nacht. Ja, ich muss jetzt mal warten, dass du vielleicht mal ein Stückchen freilegst, weißt du, wo wir dann mal gucken können, wie viel Ertrag wir am Ende haben. Ja. Also wo du das Kraut abgeschlagen hast, weil... Dann habe ich noch eine Idee, weil eine Kartoffel- und Waschanlage wird vielleicht zu wenig sein, dass wir eine zweite besorgen und vielleicht irgendwo mal da oben einen freigelegten Stück, dass wir da vielleicht so einen kleinen Kartoffelwaschhof hinsetzen oder so. Oder... Kartoffelhof. Ja, was auch eine Idee wäre. Wir haben ja die Gerätschaften auch drüben bei dem Maschinenring. Dass wir da vielleicht hergehen und die haben ja auch so schöne Boxen. Ja, ja. Dass man da vielleicht mal anfängt, irgendwas zu machen. Ja. Da stehen ja auch schon unsere Drescher. Warte mal. Geerntet. Hat es schon geerntet. Super. Okay. Also jetzt... Nee, ist nicht erkennbar, dass der das Kraut abschlägt. Der erntet vorne direkt in der ersten Reihe. Okay. Hat wahrscheinlich was mit dem Skript zu tun. Kraut entfernen, nee. Nee. Entweder steht Kraut entfernen oder abgeerntet da. Schau dir nochmal an, wie schön rot er ist. Ah, der ist nachher schön braun. Ja, und so wird er dann bleiben. Servus, René. Na, wir müssen Wasser sparen. Ist ja alles ausgetrocknet. René will jetzt mitmachen? Nein. Nein? Woher weißt du das schon? Ja, weil er vorher schon bei mir war. Ah, okay, cool. Und ich ihn gefragt habe. Okay. Aber er ist ja gerade so... am Prüfung machen. Ja, der ist immer bei irgendwas, nur nicht, dass er nur dass er halt nicht mitmachen muss, weißt du? Du meldest dich dann rechtzeitig? Wer? Ja, ich? Bei entsprechendem Füllstand. Ja, ja, klar, natürlich. So, das hat. Nee, geht ja nicht. Ist ja der auch. Der gemoddete, ne? Du kannst ja mal überschlagen, wie viel es dann werden. Ich sagte Bahnende, wie viel Liter und du zählst dann die Reihen ab. Wie viele Reihen machst du gerade?
Es sind 8. Da wirst du ja besoffen jetzt beim Zählen hier. Ja. Das Problem ist halt, dass oben raus die dann ein bisschen kürzer werden. Ja, es ist ja nur ein Schätzwert dann. Schade, dass wir das jetzt hier nicht sehen. Wie viele Liter hast du? Wie viel habe ich? Willst du, glaube ich, gar nicht wissen. Willst du, okay. Wieso will ich das wieder nicht wissen? Zu 15, viel. 15.000 irgendwas. Also eine Waschanlage voll. Ja. Ich brauche mal so ein Y-Stecker für mein Headset. Muss ich da unten mein Headset weggenommen? Wie viel habe ich? Willst du, glaube ich, gar nicht wissen. Wieso höre ich mich jetzt schon wieder selber? Er geht nicht. Wer geht nicht? Das geht nicht. Befahre ich jetzt. Wir brauchen unbedingt diesen Freiplatz da unten. Ja, ist gut. Ja, da will die Dieselproduktion stehen. Und die Düngerproduktion, also die Flüssigdüngerproduktion erstmal. Flüssigdünger ist gar nicht groß, kann man irgendwo auch einen Hof einbauen. Ja, du musst aber von zwei Seiten mehr oder weniger ranfahren können. Weil wenn du dir das Ding mal anguckst. Ach so, nee, es geht ja nicht. Doch, theoretisch kann man sich's nur nicht in groß angucken. Man kann das auch schon auswählen. Muss es ja nicht setzen. Sag mal, wenn du dir das Shop-Bild anguckst, ne, auf der rechten Seite, da ist dann, wenn du es schon ausgewählt. Klick mal drauf. Dann kommst du auf die Map und dann siehst du, wie klein das ist. Beziehungsweise wie groß. Bei mir steht da nicht genügend Geld. Oh, warte, ich gebe Geld drauf. Kann ich das schon? Kann ich schon, ja. Warte. Was kostet das Teil? 120, ne? 120. Ja, jetzt kannst du es mal auswählen. Falsch. Aber nicht kaufen, weil. Ja. Vor allem nicht mitnehmen, ich weiß, wo ich bin. Die ist nicht groß. Aber du musst, wenn das. Du hast ja davor den Triggerbereich, wo du ranfahren musst, wo du das Wasser anliefern musst und den. Seist du mal bitte leise. Und den fertigen Flüssigdünger rausholst, und auf der rechten Seite, wenn du davor stehst, ist der Abkippbereich für den Feststoffdünger. Mhm. Also kannst du nicht einfach irgendwo doof in der Ecke klatschen. Je nee, nachdem, wie du fahren möchtest. Aber wir können es vielleicht mittig irgendwo in den Hof hinstellen. Vielleicht auf dem Maschinenring. Ja, da gibt es auf jeden Fall bestimmt eine Ecke. Oder vielleicht neben dem Baum bei unserem kleinen Hof. Ja, müssen wir noch mal gucken. Lass uns auf. So. Jetzt kommt der Ton auch wieder von den richtigen Seiten. So. Hörst du mal, gehst du mal? Läufst du mal? So. Soll ich dir das Buffergespann schon irgendwie da drüben hinstellen, oder fährst du dann hier drüben hin zum Holen? Nee, das kannst du. So. Könntest du eigentlich, wenn ich die Bahn hier fertig habe, mittig ranstellen? Also in der Bahn, die ich gerade fahre, da mittig von dem Feld Ost-West. Ja. Willst du schon mitnehmen, oder was? Aber es ist 26.000.
Aber am Ende der Bahn hast du 30. Ja, dann gebe ich dir das. Kannst du stehen bleiben, ich fahre dann zurück. Ich fahre dann nochmal so eine Querbahn, dass ich da unten noch rangieren kann. Dann hole ich mal den Pufferspeicher. Weil den wirst du wahrscheinlich sehr häufig benötigen. Wir können uns ja Zeit lassen, wir haben alle Zeit der Welt. Ich fülle lieber in die IT-Container rein, weil die kannst du schön abkippen. Ich habe nämlich festgestellt, die Kröger zum Beispiel, die können ja hinten, links, rechts abkippen. Und seitlich abkippen ist doof in der Halle. Du musst es, du musst heckseitig besser abkippen. Heckseitig ist besser abzukippen. Aber du fährst ja jetzt in der Spur wieder zurück, die du eben gefahren, geerntet nein, hast, ne? Nein, tue ich nicht. Hab nur leer gemacht. Aber weil wegen dem Abstellen hier. Ich glaube, hier ist ganz gut. Nee, nur ein bisschen vor. So? Ja, ist gut. Dann bringen wir mal die erste Runde Richtung Waschanlage, ne? Ja, jetzt haben wir wenigstens alles drauf auf dem Hof. Jetzt können wir wirklich fokussiert Richtung Geld schauen, gucken, dass unser Hof im grünen Bereich endlich arbeitet. Jetzt haben wir wirklich alles da, was wir brauchen. Das heißt Geld sparen für Neuanschaffungen, wie alte Glas verkaufen, neue Glas kaufen, so zum Beispiel. Bei irgend so einen Trecker würde ich mal aufheben und gucken, wie viele Stunden man da drauf fahren kann. Wir können natürlich auch alles behalten. Boah. Ich dachte, halt, ich kann 70 fahren. Müssen wir halt öfters mal reparieren oder so. Ja, man kann das 70 fahren mit dem. Ja, mit dem Trecker, aber nicht mit dem Anhänger hinten dran. Nicht mit 30.000 Litern Kartoffeln. Ja, doch, auf geraden Strecken. Ja, das geht, aber man sollte keine Kurve bei der Geschwindigkeit fahren. Ja. Wenn du voll bist. Wie viel Geraden gibt es auf der Strecke zwischen 27 und Hof? Weiß nicht. Zwei. Eine am Shop und eine über den Bahnübergang. In erster Linie soll es ja für die Leerfahrt gedacht sein, dass du die volle Geschwindigkeit ausnutzen kannst. Nicht, wenn du voll bist. Voll kannst du eh nicht komplett ausnutzen, weil du wahrscheinlich gar nicht voll fahre ich sowieso kein Auto. Machst du nicht? Nee. Ich würde dir lachen, wenn es von der Höhe nicht passt, hin bei der Halle. Dann hätten wir das nächste Problem. Das passt. Jetzt nur ein Stück aus dem Dach rausgeschnitten. Frage: Wollen wir hergehen, die Kartoffelwaschanlage da am Hof verkaufen und gleich an den Maschinenring setzen? Das habe ich hier schon soweit alles eingerichtet. Ja, ich frag dich. Nö, erstmal nicht. Haben momentan kein Geld, um die Maschine umzusetzen. Apropos Geld, wir müssen was zurückzahlen. Erstmal so arbeiten, was wir haben. Was wir können. Jetzt hast du
10.000 mehr zurückgezahlt, als du genommen hast. Ja, pff, egal. Ich hab mir nämlich überlegt, der Reingewinn bei Flüssigdünger, der ist auch immens groß, ne? Wenn du nämlich hergehst, machst die Flüssigdüngerproduktion, du hast die Düngerherstellung, du brauchst halt die Dieselproduktion dafür, dann kannst du ganz günstig Dünger anfertigen, kannst du ganz schnell ganz viel Geld verdienen damit. Nicht. Doch, bestimmt, ja. Muss ein bisschen vorfahren dafür. Ja. Kornschieber halt, ne? Ja. Wir hatten es auf Kornschieber gestellt. Hey, keine Ahnung. Okay, weiter zurück komme ich nicht wegen der Klappe. Gut, dann fahre ich weiter vor. Ups, ich hoffe, ich habe da jetzt. Kriegen wir schon irgendwie raus, denke ich. Mit der Fräse, ja. Die hat bestimmt eine große Fassungsreichweite. Wenn nicht mehr das Förderband, das automatische Autoload-Förderband, das hat eine riesen Reichweite. Da kriegt man das auf jeden Fall weg. Kein Kopf machen darum. Ja, dann machen wir jetzt erstmal die Logistik-Sache, ne? Oh, du hast noch ein bisschen Zeit, bis der voll ist. Du hast ja zwei IT im Wechsel. Ja. Brauchst gar nicht so heiß. Aber du fährst zwei Bahnen. Ja, okay. Du fährst nicht so schnell. Ist gut. Brauchst nicht so heiß. Lass jetzt halt. Ich hätt's doch nicht. Ich geb nur Vollgas. Immer Vollgas. Wurde Kartoffel. Im Lenkrad bin ich immer noch feinfühliger, ich weiß. Mal, leck mein Stream heute irgendwie ein bisschen. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Wieso sage ich erst Mittwoch? Freitag wäre mir lieber. Lieberer. Lieberer, Libero, Figaro. Ne, mir wäre es nicht lieberer. Warum? Wenn man Urlaub muss am Montag wieder arbeiten. Ja. Ah, okay. Ja, ich will Freitag haben, weil ab Freitag habe ich Urlaub. Hm.
Das habe ich dann eine Reihe ausgelassen. Jetzt muss ich erstmal ein paar Stöpsel einsammeln hier. So, ist der eine IT, der da jetzt stand, schon voll oder soll ich ihn nur umsetzen? Du kannst mir den leeren IT da einsetzen, Position Längen, Breite, Position von dem Ausweichdingens da in die freie Bahn, in die unterste Bahn. Hast du dann den vollen Schnappen dann schon? Ja. Yep. Wie gesagt, du kannst dir Zeit lassen. Ich hab noch nicht mal die nächste ein, zwei Bahnen voll, dass ich überhaupt den nächsten voll dastehen lassen. Also voll füllen könnte. Ja. Okay, der rutscht gerade irgendwie dauert so ein bisschen den Hang hier runter. Du hättest abkurbeln müssen vorher. Ja, ich wollte noch ein bisschen mitziehen, aber. Kannst du nicht. Das mögen die. Bewegt sich. Das, ja, das mögen die hier nicht. Richtig. Bewegen sich dann mit. Wo steht er denn? Da vorne irgendwo, da. Fahre ich dauernd vor und zurück oder will ich hin und her fahren? Ich weiß nicht. Ich glaube, hin und her fahren wäre gescheiter, oder? Musst du wissen, du bist der Fahrer. Ja. So, und die nächste Fuhr, also. Kannst du schon mal Packer 60... da oben waschen? Ja, habe ich auch gerade überlegt, dass ich schon mal die Waschanlage einmal voll mache jetzt. Ich glaube, voll reicht die Geschwindigkeit. Ja, das sollte für voll reichen. Und dann kommen jetzt die ersten Stunden auf unseren neuen. Nee. Hab schon 80 Stunden durchgelassen. Okay. Von der letzten Lohnauftragskartoffel lernen. Ach so, okay. Weiß nimmer? Das hast du schon mit dem Radlader durchgelassen? Nee, mit dem Frontlader. Ja, sorry. Hast du... Ja, die ersten Stunden mit der Kartoffelwaschanlage, so habe ich den Satz. Ja, ich wollte auf den Radlader sagen. Ja, okay, nee, da ist vielleicht 0,01 drauf. Warte, Hinfahrt. Vom Fahrt, vom Shop zum. Ja. Zur Arbeitsstätte. Ja. Hättest du auch auf den Tieflader packen können. Hat man nicht. Doch, hat man. Doch, den hatten wir schon. Aber ich nur gedacht, hey cool, der kann 40 km/h fahren, fährst du mal hinter, hörst mal an, wie es sich anhört, so mit voller Fahrt, bevor er dann nie mehr volle Fahrt fahren kann, weil er nur noch da hinten rumrödelt bei den Kartoffeln.
Einfach bei Sprache auf Deutsch stellen. Bei Stream-Informationen. Blue Sky, also... Das... Wie meinst du das? Ja, fragt mich hier jemand, wie er seinen Stream auf Deutsch stellen kann. Und das DE davor... Oder German. Das habe ich selber so in den eckigen Klammern dahingesetzt. Als das die Frage ist. Ach, ich weiß, warum mein Stream leckt. Ich gehe nochmal kurz auf, bin gleich wieder da.